Also muss man einfach ein bisschen aufsagen. Ich bin jetzt 30 Jahre im Beruf und ich habe viel Titanimplantate gesetzt und mache jetzt seit einem Jahr sehr erfolgreich. Fast 50% meiner Implantate, die ich inseriere, sind Keramikimplantate. Und ich muss Ihnen sagen, das ist Game Changing. Also sie heilen Menschen. Sie nehmen Menschen wirklich, geben den Menschen ein Stück Gesundheit zurück. Wenn man jetzt mal anschaut, wie heilt Titan im Körper ein, dann ist das immer eine chronische Entzündung. Das heißt, der Körper kann da immer darauf reagieren. Und bei Keramikimplantaten ist es eine sogenannte bioinerte Einheilung, also absolut gewebefreundlich. Und das sieht man immer auch daran im Weichgewebsmanagement. Das bedeutet, wenn das Implantat gesetzt worden ist, dann liebt das Zahnfleisch das Keramikimplantat. Ich sage immer so, die immunologische Tür ist dann geschlossen. Und das bedeutet, dass Keramikimplantate eigentlich vehement dazu beitragen, dass nicht nur unsere Zahngesundheit sich verbessert, sondern auch unsere allgemeine Gesundheit. Also wenn Sie so wollen, in Kombination mit den Mikronährstoffen immunmodulierend. Das heißt, sie heilen den Menschen. Das ist einfach Wahnsinn. Sie reparieren nicht etwas, sondern sie nehmen den Entzündungsherd weg und ersetzen es mit einem fantastischen Material, was keine Gewebsreaktionen aufzeigt. Und was wichtig ist, was absolut wichtig ist, ist eben das Implementieren in dem diagnostischen Tool mit Mikronährstoffen. Also wir haben früher alle ohne Vitamin D3 implantiert. Das hat irgendwie funktioniert. Aber über die Jahre konnte man irgendwie sehen, da gab es irgendwie einen vertikalen Einbruch im Knochen oder die Patienten, speziell weibliche Patienten, wenn in die Wechseljahre kommen, verlieren Hormone. Plötzlich geht das Implantat verloren. Wir haben Patienten, die multimorbide sind, die also Polypharmaka nehmen, viele Medikamente nehmen, die über chronische Erkrankungen plötzlich haben, wie Diabetes mellitus und so weiter, wo das Implantat dann ausfällt. Das ist, und wenn man sich mal das angeschaut hat und gesehen hat, was für ein Tool könnte es denn geben? Was macht Vitamin D3? Dann wissen wir, dass Vitamin D3 eigentlich die Osseointegration und die Osteoblastenaktivität fördert und somit dazu beiträgt, dass praktisch, wenn Sie so wollen, der Bone-Implant-Faktor, also diese ganze Fläche, diese osteointegrative Fläche, die gebildet wird, dass da also wirklich innige Verbindung ist, so wie es Brennemark gefordert hat. Und man muss einfach, Vitamin D3 ist nur ein Teil des Erfolges. Es hat zwei weitere wichtige Komponenten. Das ist einmal das Vitamin K2 und das Magnesium. Vitamin D3 kann alleine das nicht schaffen. Also wenn man sich das mal anschaut, was ist denn überhaupt Vitamin D3? Viele sagen, es ist einfach ein Vitamin. Es ist eigentlich kein Vitamin, es ist ein Hormon. Es liegt in der Epidermis als 7-Hydrodekostrol vor und wird durch Licht aktiviert, speziell durch UVB-Strahlung. Und dann wird aus diesem 7-Hydrocholesterin-Vitamin wird dann ein Prävitamin. Und durch die Wärme, die durch die Sonnenstrahlung noch entsteht, entsteht dann das Cholecalciferol. Und das geht dann wieder ins Blut und liegt dann in einer, sage ich mal, bioinaktiven Form vor. Und durch Magnesium, das ist wichtig, wird es dann in der Leber und der Niere erst zum Hormon. Und das aktiviert dann indirekt kontrolliert den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Vitamin K2, welches bestimmte Proteine ansteuert, die Osteoblastenaktivität. Wir brauchen gesunden, neuen Knochen, speziell bei Sofortimplantaten, die dafür Sorge tragen, dass diese hydrophile Schicht, die wir durch die Keramik haben, gerade beim Patent, dass das sofort, sage ich mal, als Bone Jump, es springt praktisch, das Blut springt das Implantat an und verknöchert das. Und das gesundet unglaublich.